Hallo, ich bin Uli Kronberg und ich bin hier in Bad Oeynhausen. Das liegt in Ostwestfalen. Ganz in der Nähe sind Städte wie Bielefeld, Detmold und Minden. Für mich das Besondere, hier gibt es ein verlassenes Museum. Und zwar das Motortechniker Museum. Hier gab es Autos, Flugzeuge, Panzer und so weiter zu sehen. Interessant ist vor allen Dingen hier dieses Außengelände mit noch einigen Flugzeugen und Hubschrauber. Die Hallen kann man leider nicht mehr besichtigen. Hinter mir dürften die Parkplätze gewesen sein. Ja, und das ist jetzt hier das Außengelände. 1973 wurde dieses Museum als privates Auto- und Motorradmuseum gegründet. 2007 wurde das Museum geschlossen. Es sollte wieder aufmachen, angeblich wurde es renoviert. Bis heute allerdings hat es nicht mehr aufgemacht und besonders hier auf dem Außengelände verrosten inzwischen die Fahrzeuge. Die Natur erobert das Museum sozusagen zurück. Angeblich plante man die Umrüstung des Museums zu einem Militärmuseum mit Kampfflugzeugen und Panzern. Was dran ist, kann ich allerdings nicht sagen. Neben Hubschraubern und Panzern gibt es ja auch eine MiG-21. Das Außengelände ist heute durch Stacheldraht geschützt. An dem Außengelände vor den Hallen stehen auch noch einige Fahrzeuge. In den Hallen drin soll es über 100 Fahrzeuge gegeben haben, meist Autos aus den 50er und 60er Jahren. Unter anderem soll auch die Limousine von Erich Honecker und ein Wagen des deutschen Kaisers dabei gewesen sein. Thank you.
An der Straße rostet dieser Bus aus London für sich hin. Das war's dann auch aus dem Museum in Bad Oeynhausen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In diesem Sinne, tschüss.